geschätzte Damen und Herren. Ja, die schwarzen Löcher des BVD ist das Thema dieser aktuellen Europastunde der SPÖ. Damit ist ja gemeint, dass das BVD keine ausländischen oder zu wenig ausländische Informationen bekommen sollte. Naja, es hat natürlich einen Vertrauensverlust gegeben bei befreundeten Diensten. Das ist klipp und klar auch nachzulesen im Bericht des Berner Clubs, wo unsere Partnerdienste auch mit uns organisiert sind. Und da gab es vielerlei Gründe dafür. Ja? Zum Beispiel, dass im BVD Mitarbeiter nicht ordentlich sicherheitsüberprüft waren, dass nicht ausreichend oder überhaupt nicht qualifizierte Personen in gewisse Funktionen, vor allem Führungsfunktionen, gehievt wurden, sind dann natürlich alles die Parteigänger der ÖVP gewesen. Parteibuch vor Qualifikation, das ist ein System, das seit nahezu 2 Jahrzehnten im BVD gelebt wird. Es herrscht dort auch ein Klima des gegenseitigen Misstrauens und es wurde bemängelt, dass Mitarbeiter Handys in Hochsicherheitsbereiche, private Handys mitgenommen haben und so weiter und so fort. Das ist das eine. Was Ihnen aber vorzuwerfen ist, Herr Innenminister, und Ihren Behörden, für die Sie die politische Verantwortung tragen, ist, dass das Versagen ja stattgefunden hat, auch wenn die Informationen der ausländischen Nachrichtendienste klipp und klar am Tisch gelegen sind. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, der Informationsfluss der europäischen Partnerdienste hat ja trotzdem immer relativ gut funktioniert. Und im Fall des Terroranschlages, von dem wir ja gerade gesprochen haben, des Vorjahres, der ja 4 Menschen das Leben gekostet hat, gab es Nachrichten von den slowakischen Behörden und den deutschen Behörden. Und ein bisschen zur Chronologie. Ja. Am 5.12.2019 kam es zur bedingten Entlastung dieses Herrn KF. Das ist jener Herr, der versucht hat, im Jahr 2018 über die Türkei zuerst nach Afghanistan zu reisen, um sich den Taliban anzuschließen. Das ist gescheitert. Dann hat er probiert, nach Syrien weiterzureisen, um für den IS zu kämpfen. Das ist auch gescheitert. Er wurde in der Türkei verhaftet und nach Österreich zurückgebracht, sofort in Österreich verhaftet und der Justiz zugeführt, übrigens unter Innenminister Herbert Kickl damals. Also das muss man einmal richtig stellen. Unter Herbert Kickl wurde dieser Mann der Justiz zugeführt, wurde eingesperrt und unter ihrer Regentschaft im BMI wurde er trotz erdrückender Hinweise nicht mehr festgenommen. Das muss man Ihnen gleich vorweg auf die Fahnen heften. Und wie gesagt, am 5.12.2019 kam es eben zur bedingten Haftentlastung. Am 6.12., also einen Tag nach der Haftentlastung, ist das erste Bedürfnis dieses Menschen, dass er eine unter Beobachtung stehende Moschee besucht und sich dort mit Islamisten trifft. Über mehrere Monate hat er immer wieder einschlägige, unter Überwachung stehende Moscheen besucht. Das bitte alles unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Das ist alles auch dokumentiert im Zwischenbericht dieser Kommission, die Minister Nehammer eingesetzt hat. Und Sie wissen ja, wir haben diese Kommission sehr, sehr kritisch gesehen, tun das immer noch, weil wir uns lieber eine parlamentarische Kontrolle gewünscht hätten. Darum haben wir auch gemeinsam mit den NEAS und mit den Sozialdemokraten einen Antrag gestellt, um die parlamentarische Kontrolle im Zuge der BVD-Reform zu stärken und auszubauen, die es ja jetzt nicht wirklich zufriedenstellend gibt. Aber sei es drum. Sie haben diese Kommission eingesetzt, die ja eigentlich das Ziel hatte, eine Nehammer-Reinwaschungskommission zu sein. Ja, aber nicht einmal diese Kommission hat es geschafft, den Nehammer reinzuwaschen, ganz im Gegenteil. Es ist ein bemerkenswert offener und schonungsloser Bericht geworden. Und die 2 zentralen Punkte aus meiner Sicht, ja, die dieses BVD- und Behördenversagen dokumentieren, ist einerseits dieses Islamistentreffen, das im Juli 2020 in Wien stattgefunden hat. Ja. Das deutsche BKA warnte unsere Behörden davor und unter den Augen des Verfassungsschutzes fand im Juli ein mehrtägiges Treffen statt mit Islamisten, Dschihadisten aus der Bundesrepublik Deutschland, aus der Schweiz, inklusive Sightseeing-Tour durch die Wiener Moscheenszene. Es ist nichts passiert. Die sind wieder abgereist am 20. Juli und am 21. Juli, einen Tag nach diesen unter Beobachtung stehenden Treffen, hat dieser versuchte Munitionskauf in der Slowakei stattgefunden. Die slowakischen Behörden haben das BVD umgehend informiert über diesen versuchten Munitionskauf. Das BVD hat was gemacht? Nichts gemacht. Hat einen Monat überhaupt diese Information liegen gelassen. Dann wurde das ans LVD weitergegeben. Das LVD hat am nächsten Tag gleich die Identität bestätigt. Dann wurde
hin und her, ne, der hat ein Kapperl aufgehabt, den können wir nicht genau erkennen. Aber Faktum ist, am 16. Oktober haben die slowakischen Behörden zweifellos die Identität des späteren Attentäters bestätigt. Und das ist der, meines Erachtens hätten Sie früher einschreiten müssen, aber das ist der allerletzte Zeitpunkt, wo es keine Ausreden mehr gibt, wo das BVD tätig werden hätten müssen. Das BVD hat nichts gemacht. Das BVD hätte müssen die Staatsanwaltschaft informieren und dann hätte die Staatsanwaltschaft Schritte einleiten können, Hausdurchsuchungen bis zur Festsetzung und Festnahme. Das heißt, wenn das BVD ordentlich gearbeitet hätte, hätte dieser Täter aus dem Verkehr gezogen werden müssen und das Attentat wäre verhindert worden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Und das ist ein Totalversagen unseres Verfassungsschutzes. Das kann man nicht schönreden, das kann man nicht wegdiskutieren. Da können Sie nicht mit Hausdurchsuchungen kommen, die fast 2 Jahre zuvor stattgefunden haben. Und im Übrigen, wie Sie genau wissen, Herr Mara, von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurden. Das hat damit nichts zu tun. Die Behörde, das BVD, hat die Staatsanwaltschaft nicht informiert. Es gab somit keine Möglichkeit, diesen Täter aus dem Verkehr zu ziehen. Und das können Sie nicht von sich weisen. Und es gibt natürlich... sind Sie nicht persönlich schuld für diese Vorgänge. Aber es gibt auch eine politische Verantwortung. Eine politische Verantwortung für ein Behördenversagen, das am Ende des Tages 4 Menschenleben kostete. Und diese politische Verantwortung tragen Sie, Herr Nehammer, und da werden wir Sie immer wieder daran erinnern. Und die einzig notwendige und richtige Konsequenz wäre auch, Verantwortung zu übernehmen, zurückzutreten und für eine ordentliche Reform des Verfassungsschutzes somit auch den Weg freizumachen.